Jo, und herzlich willkommen zurück. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit der Quest weiter. Mit der normalen. Kartenrolle, rechtsklicken, Portal zum Dungeon. Wassmann hatte ich gebeten, in der Nekrophore ein Stück Blutstein zu finden. Ja, das habe ich ja noch nicht gefunden. Ups, Entschuldigung. Das war der Mann, ne? Halt! Ja, ich bin mir gar nicht sicher, wo ich das finde. Hallo! Okay, bei dem kann ich nicht einkaufen. Mach's gut! Brauchen Sie etwas? Nö! Verschollene Dungeon, verschollene Dungeon. Stufe 1 bis 10, Stufe 1 bis 10. Ha! Vergeltung. Das ist wirklich schwierig. Oh, Waffe. Das ist ein Kartendungeon. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ist halt immer gerade ein bisschen schwierig. Weil ich nicht ganz weiß, wie ich das jetzt machen soll. Na gut, da muss ich durch die Minen gehen. Ich glaube, es wäre echt schlauer gewesen, wenn ich... Ups. Ist das echt leer geblieben? Ich meine, ich finde es cool auf der einen Seite, dass es keinen Respawn gibt. Auf der anderen Seite, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir auch das Stadtportal nehmen können. Naja, so renne ich einfach schnell durch. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Warte mal, was für eine Quest machen wir denn jetzt? Heilung der Verderbtheit. Lass mal nach Tara in Ruhe, du Scheißratte. So, da ist mir jetzt schnell auf die Schnelle noch ein Titel eingefallen. Sie haben eine Falle ausgelöst. Ja, ich weiß. Ich weiß. Muss mir das nicht immer sagen, Opa. Wenn ich eine Falle auslöse, dann ist das meistens so, dass ich das dann schon weiß. Das war auch. Das war keine Falle, aber es war ein Pulverfass. Oh, ist das gemein. Wir sind aber viel zu overlevelt. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob wir da hätten einfach skippen sollen. Die Gold gibt es hier jetzt auch nicht. Dementsprechend ist das alles mal gar nicht. Ist mir das alles einigermaßen egal. So, mach ich einfach mal weiter. Ah, ist eine normale Ratte. Ich kann das einfach nicht unbeantwortet lassen. Entschuldigung. Der Felstroll. Das ist ja schon fast traurig. Wenn ich einfach alles durchhaue. Sekunde.
Jo. Ja, ich starte gerade bei ein paar meiner Zockerfreunden mehr oder weniger eine Umfrage. Obwohl das auch relativ egal ist. Bin nämlich dabei zu gucken, ob ich ein paar alte Tomb Raider mal wieder spiele. Da bin ich halt am Überlegen, ob ich mir ein kleines Overlay basteln soll. Das ist ja auch immer so ein Mischmasch. Dafür würde ich dann halt anstelle von einem Overlay würde ich das dann auf 4K machen. Sie haben eine Falle. Eine Falle wurde ausgelöst. Naja, ich brenne ein bisschen. Das ist normal. Mit dem Kettenhemd ist das völlig normal. Ich bin überlastet. Du bist überlastet, oh je. Dann muss unser Nachtara mal ein bisschen was machen. Ich nehme an, das meiste kann ich hier weghauen. Die behalte ich mal, das kann weg, das kann auch weg. Oh, einzigartig. Zaubertempo. Ah, das ist wieder so ein blöder Shit. Für Magier. Und da wäre natürlich jetzt Dingsbum super. Ich nehme die Rollen trotzdem. Auch wenn ich nicht glaube, dass es da was Besonderes gibt. Ihr Begleiter aber hat sich auf den Weg gemacht. So ist es nun mal. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Das ging aber schnell. Jo, gut, ist kein Problem. Ich laufe einfach weiter. Wie die Ratten weglaufen. Sobald einer von ihnen platzt, na gut, macht natürlich Sinn. So, Ordenmine. Tschüss, Felstroll. Flieht, wenn Verbündete verwundet werden. Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, hier kann ich einfach durchrennen. Weißt du was? Ich probiere mal was. Kommt mit, mitkommen, alle mitkommen. Ja, ja, das machst du super. Ich glaube, bei diesen gammligen Dingern kann ich das machen. Ich finde es schade, dass das Mikrofon mein Mausklicken mit aufnimmt. Das ist echt schade. Das finde ich auf der einen Seite halt echt schade. Sie haben eine Falle ausgelöst. Ja, ja, die Falle, die macht mich kaputt. Was sagt denn mein Inventar? Nicht identifizierter Bogen.
Bogen des Bogenschützen des Wilden. Nee, kann weg. Elektro und Resistenz. 34 Gesundheit. Weißt du was? Ich nehme die Erfahrung mal raus und hau das da rein. Obwohl 1% erhöhte Erfahrung ist natürlich auf Dauer ziemlich geil, ne? Stärke und Geschicklichkeit. Nee, komm. Das kann weg. Erfordert Stärke 6, ist mir eigentlich auch relativ wumpe. Die können rüber. Die können auch rüber, obwohl ich wahrscheinlich mehr von denen finden werde. Es wird, glaube ich, ein längerer Part. Aber dann ist das so. Ja, ich mag halt, ich weiß nicht warum, mir gefällt das Spiel sehr. Naja, was heißt warum? Weil es einfach schön ist. Wahrscheinlich auch einfach gut gemacht. Dementsprechend darf mir dann auch mal so ein Spiel gefallen. So, kommt mit, ihr Lümmel. Und lass bloß mal nach Tara in Ruhe. Haben eine Aufgabe abgeschlossen. Super. Sie haben Ruhm erlangt. Das ist super. Ist jetzt die Frage, was mache ich mit dem Ruhm? Entweder mehr Stärke oder ich weiß was, ich lerne mal den zielsuchenden Schuss. Das bleibt. Mann, du Lümmel, lass mich doch mal in Ruhe nachdenken. Der zielsuchende Schuss ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der frisst natürlich ordentlich Mana. Aber auf der anderen Seite ist der dafür auch ziemlich gut. Ja, er sucht halt seinen Schuss selbst, ne? Bis zu einem gewissen Grad. Obwohl das auch seine Grenzen hat. Also es ist jetzt nicht so, dass er immer trifft. Sondern er hat auch einen relativ schwierigen Lenkradius. Okay, da versucht er nach unten zu kommen. Ich habe nicht genug Mana. Oh. Ich habe nicht genug Mana. So, wunderbar. Was haben wir hier? Schrein der Verzauberung. Kann ich eine gratis Verzauberung probieren? Das Glück ist Ihnen heute. Yeah. Alter, das wird eine richtig OP-Waffe. Hat das jetzt Geld gekostet? Nö, ne? Super. Das sind 3 Schüsse, die ich hier abfeuere. Und die suchen sich dann halt ihre Dingsbums. Das ist eigentlich ganz gut. Nicht identifizierter Ring und Mana. Wie gesagt, ich glaube nicht. Nicht möglich. Doch, möglich. Ich glaube nicht, dass es hier großartig dass ich hier großartig Sachen finden werde, die ich brauchen kann.
Jawohl. So, wenn die Viecher hier halt abhauen, dann ist das halt so. Dann muss ich den zielsuchenden Schuss einsetzen. So, das kann rüber, das kann auch rüber. Ich muss sagen, mein Nachthara hier ist echt super. Da kann sich das ein oder andere Rollenspiel durchaus eine Scheibe abschneiden, weil das sind wirklich gute Pets. Mana nicht ausreichend. Da ist das Problem mit dem zielsuchenden Schuss. Der zielsuchende Schuss, der nimmt das nächste Ziel und ich kann nicht entscheiden, welches. Okay, das passt. Ich nehme den Abenteurer einfach. Erfordert Stufe 14. Ja. Wunderbar. Ich bin nur überlegen, ob ich den zielsuchenden Schuss vielleicht wirklich auch mal aufleveln soll. Überlastet! Mädchen, seit wann denn das? Ich kann nichts mehr tragen. Oh nein. Weißt du was, du gehst mal in die Stadt. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Und ich guck mal währenddessen, was mein Inventar so macht. Okay. Ich bleib bei der Meinung, dass wenn ich hier jetzt erstmal... Oh, 1% erhöhte Erfahrung. Giftresistenz, Gesundheit und Mana. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Was? Wieso rechtsklick? Nein! So, jetzt aber. Erhöhte Erfahrung. Erhöhte Erfahrung. Weißt du was? Das mache ich einfach mal. Ich habe nämlich nicht... kann nämlich eigentlich nicht schaden. So. Nicht ausreichend. Super, super, super. Ich glaube, jetzt kommen wir auch langsam dahin, wo wir eigentlich hin sollten. Aber ich glaube, trotz alledem sind wir für manche Sachen einfach zu gut ausgerüstet. Warum trage ich solche schwachen Lederstiefel? Dann nehme ich wenigstens die mit Sockel. Ups, hat wehgetan. Ja, macht aber nichts. Das ist durchaus in Ordnung. So, hier liegt noch Gold rum. Hier haben wir gegen diesen Typen gekämpft, ne? Gegen, wie heißt der?
gegen Brink, der verdorben ist. Und hier haben wir uns, glaube ich, auch selbst angesteckt mit der Verderbtheit. Ich hatte die Truhen alle schon gelootet. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ist im Endeffekt für mich eigentlich nur neues Zeug. Sachen, die ich verkaufen kann. Stärke 7. So. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Wunderbar, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wieso kann ich mir mit Tab den ganzen Kram nicht... Ah, jetzt klappt's. Oh, perfekt. Jo. Wollen wir mal zur feuchten Kammer in die nächste Ebene? Die Minenarbeiter bahnen sich ihren Weg nach unten durch den Fels. Oh, das wird eine lange Folge. Und ahnen nichts von den Gruften dort. Wenn sie letztlich durchbrechen, werden sie hoffentlich klug genug sein, zu fliehen. Die Tunnel hinter sich zum Einstürzen zu bringen. Das Gewölbe wurde mit Recht versiegelt. Das Ganze war ein ebenso unglückseliges Experiment wie das meine. Ihre Ahnen sind nicht von Leben erfüllt, sondern von derselben dunklen Energie, die durch die Glutsteinadern fließt. Das Verderbte herauszufiltern ist unmöglich. Die Unsterblichkeit ist für immer unserem Zugriff entglitten. Ich war ein Narr, etwas anderes anzunehmen. Ja, man kriegt nichts geschenkt. Oh, Grab der Erweckten. Das mache ich aber im nächsten Part, würde ich sagen. Ich dachte schon, das wäre mein Mikrofon, das hier knatzt, aber das ist hier, sind diese Kerzen. Ihr Begleiter ist zurückgekommen. Ja, das hat sie gut gemacht. Kann auch gleich wieder gefüllt werden. Jo. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.